Der Förderpreis Neues Deutsches Kino in der Kategorie Regie geht an Florian Eichinger für die Hände meiner Mutter. Wo kommt denn das her? Ich habe mich erinnert. Was soll das heißen? Meine Mutter, die hat mich angefasst. Als ich ein Kind war, die hat so Sachen mit mir gemacht, die hat mich... Bist du sicher? Ich meine nur, weil man da ja auch echt viel kaputt machen kann mit. Ich habe einfach das Gefühl, dass der Alltag jetzt so weitergeht. Das kann es auch nicht sein, oder? Was schlägst du denn vor? Ja, erstmal herzlich Glückwunsch. Heute in München, Förderpreis Neues Deutsches Kino, Verleihung Florian Eichinger. Preis für die beste Regie. In deinem Film ist es so, die Hände meiner Mutter, ein Familientreffen ist im großen Fokus deines Drehbuchs. Du hast den Film auch selbst nicht nur gedreht, sondern auch selbst geschrieben. Glaubst du, dass der heutige Abend für dich auch ein Wendepunkt in deinem weiteren künstlerischen Leben sein kann, mit der Auszeichnung? Wendepunkt ist ein großes Wort. Also ich weiß es nicht genau. Ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber, dass das eine Auszeichnung ist, die auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt ja wahnsinnig viele Festivals, aber München ist in den letzten Jahren, also aus meiner Sicht der Dinge, wirklich sehr stark auch in den Fokus gerückt und ich mag das Festival sehr gerne und deswegen freue ich mich natürlich doppelt. Es gilt ja oft auch gleichzeitig als Türöffner dann auch für neue Projekte natürlich, die kommen werden. Du wirst viele Anfragen bekommen, die Branchenwahrnehmung ist riesig. Vielleicht ein Blick voraus, wenn man guckt, gibt es denn ein Projekt, an dem du jetzt schon im Hintergrund gearbeitet hast? Ja, es gibt zwei Projekte, an denen ich jetzt in der letzten Zeit saß und ich werde wahrscheinlich jetzt im Nachlauf des Festivals, also in der nächsten Woche oder sowas, werde ich mich mal ganz in Ruhe hinsetzen und schauen, welches davon vielleicht jetzt so mit der nötigen Energie weiter vorangetrieben wird. Aber ich möchte es noch nicht ganz konkret sagen deswegen, was es für Stoffe sind. Gleichzeitig kann man zweites Mal auch gratulieren, auch Andreas Döhler, dein Hauptdarsteller, hat hier abgeräumt heute beim Filmfest München 2016. Auch er hat gewonnen sozusagen, auch wenn er physisch nicht da war. Man wird es ja dann später sehen. Du hast ihm ganz persönlich gratuliert und zwar auf der Bühne. Ja, es war eine tolle Situation, weil er in Shanghai ist und gerade jetzt und dort ein Gastspiel gibt und die Moderatorin auf der Bühne auf die Idee kam, ihn jetzt vielleicht einfach mal anzurufen, obwohl es dort schon 2:30 in der Nacht war ungefähr. Ich stehe hier gerade mit diesem Förderpreis irgendwie und der geht an dich für bester Schauspieler. Ich glaube, Andreas hat sich auch immens darüber gefreut, weil er ist jemand, für mich eine echt tolle Künstlerpersönlichkeit, hauptsächlich aus dem Theater, hat wenig auf der großen Leinwand bisher gemacht, aber ich finde, das ist ein super toller Schauspieler. Er ist halt einfach jemand, der, finde ich, mit sehr wenig Eitelkeit daran geht und das ist jetzt auch gar nicht so selbstverständlich bei Schauspielern und sich voll und ganz auf die Arbeit konzentriert und auch sehr genau hineinspürt, ob da falsche Töne sein könnten und wie es der Figur einfach am nächsten kommt. Und das ist natürlich ein Geschenk für jeden Regisseur. Ja, dann ist jetzt noch der Moment, vielleicht der eigenen Mutter noch zu grüßen. Ja, also meine Mutter ist 1993 gestorben, aber es geht auch nicht um sie in diesem Film, sondern es war für mich bei dem Titel des Films, Die Hände meiner Mutter, war es auch ein Konflikt, weil also ich habe meine Mutter tatsächlich sehr geliebt und ich verbinde mit ihren Händen auch sehr viel Liebe und Zärtlichkeit. Und das war aber auch ein Punkt, warum ich das bei dem Stoff interessant fand, diesen Titel zu wählen, weil es auch kippen darf beim Zuschauer. Also wenn man den Titel zum ersten Mal liest, denkt man wahrscheinlich an eine Mutterliebe der sehnsuchtsvollen Art. Und dass es dann aber um die Hände einer Mutter geht, die mit ihren Händen andere Dinge auch gemacht hat, ist dann
so ähnlich wie das, was der Film generell auch, glaube ich, hoffe ich, tut, dass die erste Erwartung getäuscht wird. Und das ist ja bei Rollenbildern ganz oft so. Also wir haben alle unsere Vergruppungen und sagen, okay, jemand, der Banker ist, der ist so und so, und jemand, der Professor ist so und so, und jemand, der Mutter ist so und so und so. Und es ist natürlich oft überhaupt nicht der Fall und es ist viel zu einfach. Und ich wünsche mir, dass der Film Fragen stellt, die richtigen Fragen stellt oder Fragen stellt zu Themen, wo man manchmal vielleicht nicht hinschauen möchte, und dass jeder Zuschauer für sich Antworten finden kann, wenn er möchte. Vielen Dank, Florian Eichinger. Dann wünschen wir dir auch das richtige Händchen für die nächsten Fragen, für deine nächsten Drehbücher. Herzlichen Glückwunsch nochmal und jetzt Zeit fürs Doppelfeiern, weil zwei Preise. Vielen Dank, das wird jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen länger gehen, glaube ich. Ja.